Vielen Dank an die Firma Sawyer Europe, die mir die hier vorgestellten Wasserfilter kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Ja, dass ich ein großer Fan der Sawyer Wasserfilter bin, das sollte stetigen Zuschauern mittlerweile bekannt sein. Ihr konntet sie in unzähligen meiner Videos sehen und ich habe auch etliche Produktpräsentationen zu diesen Filtern gemacht, zu den Filtern selber und auch zu Filterzubehör. Mein allererster Wasserfilter von Sawyer, das war dieser hier, der Sawyer Squeeze Wasserfilter. Diese Filter haben eine Porengröße von nur 0,1 Mikron und damit können Sie auf sichere Art und Weise Bakterien und Protozoen aus dem Wasser filtern. Ich benutze diesen Filter heute noch sehr gerne. Mit ihm kann man problemlos größere Mengen Wasser filtern und das auch für mehrere Personen. Sein kleiner Bruder, der Sawyer Mini, das ist ebenfalls ein Filter mit einer Porengröße von 0,1 Mikron. Und ihn nutze ich ganz gerne beim Wandern als so eine kleine Zusatzoption. Wenn mir das Wasser, das ich mitgenommen habe, ausgegangen ist, dann nutze ich hier gerne diese Strohhalmfunktion, die mir dieser Filter bietet. Aber natürlich kann auch er mit den Sawyer Squeeze Beuteln verwendet werden. Was ich euch außerdem schon mal gezeigt habe, ist, die Filter in ein Trinksystem zu integrieren. Zum Beispiel mit so einem Adapter-Set am großen Sawyer Squeeze. Oder einfach auf diese Art und Weise am Mini. Wer sich jedoch mit solch einem 0,1 Mikron Filter irgendeinen Festeinbau vorstellt oder gerne ein Trinksystem haben möchte mit einfachen Wechseloptionen und dabei dementsprechend lieber auf Klickanschlüsse setzen würde, für den möchte ich heute zeigen, dass es nicht nur diese Standard-Wasserfilter von Sawyer gibt, sondern auch sogenannte Inline-Wasserfilter. Der 3-in-1 Inline unterscheidet sich in der Hauptsache darin, dass er über Klicksystemanschlüsse verfügt, die mit vielen anderen Ausrüstungsteilen anderer Hersteller kompatibel sind. Und allein mit den mitgelieferten Adaptern ist schon eine ganze Menge denkbar. Das sollten natürlich nur mal ein paar Anregungen auf die Schnelle sein, da ist noch vieles anderes denkbar. Auch der 3-in-1 Inline-Filter ist ein 0,1 Mikron-Filter. Er hat also dieselbe Porengröße wie der große Sawyer Squeeze oder der kleine Sawyer Mini. Und auch dieser Filter hier hat die 1-Million-Gallonen-Garantie vom großen Sawyer Squeeze. Das sind knappe 3,8 Millionen Liter Wasser. Das wird man so schnell nicht austrinken. Im Paket befindet sich noch ein Wasserhahnadapter und damit sind zwei Dinge denkbar. Erstens die Möglichkeit, auf einer Reise Wasser aus der Leitung zu filtern oder zweitens die Möglichkeit zum Säubern des Filters, also Rückspülen des Filters zu Hause nach einer Reise oder Tour. Ja, und das war es kurz und knapp zum 3-in-1 Inline-Filter. Eine weitere Option von Sawyer für die Bastler unter euch. Weitere Informationen gibt es natürlich auf der Homepage des Herstellers unter www.sawyereurope.com. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma Sawyer Europe, die mir die hier vorgestellten Wasserfilter kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.